So, hallo, willkommen zurück bei RimWorld. Ich bin der Turbo und wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich in einer katastrophalen Situation. Wir wurden das zweite Mal von Piraten angegriffen und es war vernichtend. Sie kamen mit schwerem Gerät und haben uns übelst eingeteilt. Maulwurf hat das nicht überlebt. Hier liegen noch die Leichen, die Überreste der Schlacht herum. Wir hatten noch nicht mal Zeit, die Leichen zu begraben. Denn alle unsere Leute sind äußerst schwer verletzt. Zwei von ihnen haben noch eine Grippe. Zebra hat eine Wundinfektion. Wir haben keinerlei Medikamente mehr. Und unser bester Mediziner hatte einen Zusammenbruch. Das heißt, er läuft einfach umher und wir können nichts tun momentan. Zebra hat massiv unbehandelte Wunden. Wird also mit Sicherheit demnächst die nächste Wundinfektion kriegen. Einer unserer Hunde ist gestorben, weil wir ihn nicht mehr verarzten konnten. Summa summarum, die Aussichten sind äußerst schlecht. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt weitermachen. Und schon haben wir wieder einen Kolonisten weniger, denn Zebra hat ihre Wundinfektion nicht überlebt. Das war irgendwie zu erwarten, denn wir konnten sie ja nicht behandeln. Aber damit haben wir noch einen Kolonisten weniger. Und Frosch, ich will jetzt nicht mit Finger auf irgendjemanden zeigen, aber du bist maßgeblich daran schuld, weil du blöd in der Gegend rumläufst. Wie sieht es denn mit Katze aus? Katze hatte zumindest noch versucht, Zebra zu retten. Sie ist selbst komplett unbehandelt, hat aber trotzdem alle anderen verarztet. Leider mit recht wenig Erfolg. Und damit bleibt das hier jetzt alles mal offen. Dingo hingegen, er wäre noch einer, der noch verarzten könnte, aber er hat leider eine sehr schwere Grippe, die völlig unbehandelt ist und einen extremen Hitzeschlag, das heißt, er kann auch nichts mehr tun. Und Frosch ist zumindest mal aus seiner Lethargie erwacht und muss ganz dringend Katze behandeln, um noch zumindest irgendwas zu haben. An Wundheilung. Und er hat es noch geschafft, zwei Wunden zu verheilen und ist an Erschöpfung zusammengebrochen. Wahrscheinlich, weil er anderthalb Tage lang einfach sinnlos in der Gegend rumwanderte. Hilft jetzt natürlich auch nicht. Wahrscheinlich wird er auch bald an seiner Grippe sterben. Zumindest den Tieren geht es noch gut. Wir haben nicht mehr, wir müssen sogar noch neue Gräber ausheben, denn die Gräber, die wir haben, reichen nicht. Dazu fehlen uns natürlich sämtliche Nahrungsmittel, die hier fleißig, naja, nicht mehr rumliegen. Zumindest die sind teilweise noch ins Lager gewandert. Wir haben noch zumindest 345 Kartoffeln, aber Dingo, unser einziger Koch, liegt natürlich hart da nieder. Bei diesen Temperaturen ist an keine Hilfe zu denken und er hat auch extremsten Nahrungsmangel. Das heißt, er ist unmittelbar davor zu verhungern. Kann Katze ihn denn zumindest noch irgendwie füttern? Es sind zwar rohe Kartoffeln, aber es wird immerhin verhindern, dass er direkt stirbt an Nahrungsmangel. Wir hatten zwischendurch natürlich noch eine kleine Sonnenfinsternis, aber das ist insofern für uns unbedeutend, als dass wir die Elektrizität noch nicht erforscht haben. Und damit ist der nächste von uns gegangen. Dingo ist an einem Hitzschlag gestorben. Ich hätte gedacht, er stirbt an Nahrungsmangel. Es war tatsächlich der Hitzschlag. Wir hatten zwar für kurze Zeit passive Kühlungen in den Hütten, aber die sind mit der Zeit ausgelaufen. Wir hatten kein Holz und auch keine Arbeitskapazität, um neue zu bauen. Und deshalb waren die hohen Temperaturen hier draußen für ihn ultimativ leider auch tödlich. Dann waren es nur noch zwei. Frosch hat jetzt auch noch eine schwere Krankheit. Ach ja, die extreme Grippe. Tatsächlich, obwohl wir sie nicht behandelt haben, ist die Immunität der Grippe immer noch vor der eigentlichen Krankheit. Das heißt, vielleicht könnte er sie ja tatsächlich noch überleben. Aber wir müssen jetzt erstmal unsere Toten beerdigen, dass wir die zumindest mal, naja, traurigerweise einfach nur aus dem Weg haben. Und Frosch begräbt einmal Dingo. Und danach muss Frosch dringend Katze behandeln, damit zumindest eine geringe Chance besteht, dass sie keine tödlichen Wundinfektionen kriegt.
So, eine Rettungskapsel ist vom Himmel gefallen. Aha. Ein schwer verletzter Mensch. Naja, das sind sie ja in der Regel immer. Schauen wir mal, was er kann. Tja. Nicht das Gelbe vom Ei, aber wir müssen offensichtlich nehmen, was wir gerade kriegen können. Deshalb, müssen wir ihn retten. Allerdings kümmern wir uns zuerst nach wie vor um Katze. Weil dieser gute Mann wahrscheinlich in wenigen Minuten tot ist, wenn wir ihn da liegen lassen, denn seine Wunden sind definitiv größer und stärker. Und bluten deutlich, deutlich heftiger. Ja, so ist es. Deshalb verarzten wir noch diese Wunde. Und dann gehst du bitte diesen guten Isels retten. Wir retten ihn. Wir fangen ihn nicht, denn wir haben keine Gefängniszelle zurzeit. Und naja, mit was sollen wir ihn ernähren? Wir haben nicht mal mehr einen Koch. Das ist interessant, Katze steht auf, um ihn zu verarzen. Und Frosch, ich... Achso, er hat ja immer noch seine Krippe und muss die auskurieren. Das heißt, wir brauchen noch ein zusätzliches Krankenbett. Ich dachte eigentlich, er wäre inzwischen... Entweder wäre inzwischen darüber hinweg. Er ist zu 99% immun, das heißt, die Krippe hat er tatsächlich so überlebt. Das ist äußerst positiv. Und ihn haben wir definitiv schon gerettet. Gib ihm mal noch ein, gib dir selbst mal noch ein paar rote Kartoffeln, dann kannst du ihm noch ein paar geben. Ansonsten leg dich hin. Und entspann dich. Und das Traurige an der Sache ist, obwohl er gerade aus seiner Depression erwacht ist und einen Stimmungsboost von 40 erhalten hat, was massiv ist, ist er natürlich immer noch am Boden zerstört, denn... das ist äußerst verständlich, es sind so viele negative Faktoren, die gerade auf unsere Leute einwirken, dass selbst ein weiterer Zusammenbruch direkt nach dem Zusammenbruch wahrscheinlich ist. Sehr schade. Aber endlich, nach Tagen des Herumblutens, kriegt Katze endlich mal vernünftige medizinische Versorgung. So, Frosch, ich weiß nicht, ob das jetzt das Beste ist, was du tun kannst, Nahrungsmittel sammeln, denn... eines hat natürlich dieses massive Zusammenkürzen unseres Personals, die Nahrungsmittel reichen viel länger. Nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt erstmal mehr Gräber. Wir können gleich ein paar mehr bauen, nämlich welche für sich selbst. Ohne das jetzt irgendwie prophezeien zu wollen, aber ich glaube, du bist kein Gräber, kann das sein? Kein Bauer? Ja, natürlich, er ist kein Bauarbeiter. Könnte denn zumindest Katze die Dinger bauen? Ja, sie könnte es. Aber du bleibst erstmal liegen. So, jetzt aber. Na gut, die Sandsackbarrieren jetzt neu zu bauen, ist eher weniger wichtig. Grab doch erstmal ein paar Löcher. Und dann wirfst du mal diese netten Menschen daran. Und Maulwurf natürlich auch. Um den traue ich tatsächlich immer noch am meisten. Den hätten wir später gut brauchen können. Na gut, was heißt später? Das ist jetzt, glaube ich, eh alles irrelevant. Und wenn du gerade dabei bist, hättest du eigentlich mal dieses Sturmgewehr nehmen können. Das hätten wir bei der ersten Schlacht schon gebrauchen können. Und Frosch möchte es jetzt offensichtlich wissen. Und sticht jetzt wahrscheinlich in armen Isels. Nein, und einen unserer Hunde einfach nieder. Ach, mein Guter, ich kann's doch verstehen. Es ist alles nicht gut. Das Leben hat euch echt mies mitgespielt. Erst wurde euer Stamm ausgelöscht. Dann kommt ihr hierher, um neu anzufangen. Und dann geht es gleich noch viel schlimmer weiter. Ich glaube, Gabby sollte man tatsächlich auch mal beerdigen. Der hat inzwischen die Farbe gewechselt. Hey, jetzt ist unsere Medizin fertig. Hey, ich würde jetzt sagen, toll, aber leider kann ich einfach nur noch sagen, danke für nichts.
bringe hier mal Maulwurf in Sicherheit. Nicht, dass hier noch Leichenschändung von Frosch betrieben wird. Reagier dich doch an den Hunden ab, die dir nichts getan haben. Und den letzten noch. Ab ins Loch mit ihm. Ciao mit V. Ciao mit Ö. Und weg damit. Tja, Frosch jagt den Hund wohl über alle 7 Hügel. Das ist das Ende der Welt. Frage ist, können wir noch überhaupt irgendjemanden zum Kochen einteilen? Tatsächlich könnte Frosch ein wenig kochen. Er hat offensichtlich schon mal gesehen, wie man ein Feuer macht. Wenn er sich denn wieder beruhigt. Prince werden wir jetzt nicht retten. Er war, ist uns sowieso einfach so zugelaufen, wir hatten keinen Verwendungszweck für ihn. Und die beste medizinische Versorgung in Wochen kriegt jetzt tatsächlich die mordlüsterne Katze. Das ist RimWorld par excellence. Wie geht's denn unserem netten Gast? Ich würde ihm selbst raten, bleibt nicht hier. Obwohl wir ihn jetzt wiederum brauchen könnten, nicht aufgrund seiner tollen Fähigkeiten, aber er bleibt tatsächlich da. Das ist sehr nett von ihm. Haben wir denn noch in irgendeiner Art und Weise Kleidung für ihn? Die Kleidung haben wir natürlich fleißig mitbegraben. Welcome to Naked Country. Du wirst jetzt erstmal so rumlaufen müssen, aber es ist eh 43 Grad, das heißt, du wirst dich hier schon wohlfühlen. Und solange kannst du dich noch freiwillig ein bisschen ausruhen. Okay, was ist jetzt mit Katze? Katze hat Frosch gefunden. Ja, lauf lieber mal weg. Der ist nämlich gerade auf Krawall aus. Upsa, in den Kampfmodus zu stellen war vielleicht nicht so die beste Idee. Jetzt hat sie nämlich zurückgefeuert. Ich wollte eigentlich nur die direkte Kontrolle über sie haben. Also sie erkennt Frosch tatsächlich erstmal als Feind an. Nicht so gut. Versteck dich doch erstmal da drin. Können wir für Frosch diese Tür verschlossen halten? Nein, wir können verbieten. Und du gehst mal hier ein bisschen hier lang. Verbieten wir diese Tür auch. Oh, komm schon, jetzt sticht der Isels im Schlaf nieder. Frosch, was hast du eigentlich für ein Problem? Du hast ein Problem, dass du jetzt erstmal schlafen gehst, bis du geheilt bist. Nein, eigentlich solltest du ihn retten. Denn du hast den Käse gerade verbockt. Ja, Esel ist noch keine 5 Minuten bei uns. Er hat schon ein Zusammenbruchsrisiko. Das sind alles Kleinigkeiten. Ein psychisches Brummen. Und ich hoffe, es ist natürlich ein psychisches Brummen, das schlecht für uns ist, das die Stimmung verschlechtert für alle männlichen Kolonisten. Und davon haben wir jetzt ja mehr als weibliche. Und wenn wir etwas jetzt natürlich wieder gebrauchen können, dann sind es schon negative Events. Die helfen uns gar nicht. So, ich hoffe, dass Frosch sich morgen mal an diesem Tag direkt daran macht, etwas Nahrung zuzubereiten. Und Isels ist natürlich direkt am Durchdrehen. Denn seine Stimmung ist auch total im Keller. Und auch für ihn müssen die Kolonisten die Flucht ergreifen. Es läuft furchtbar schlecht. Es läuft furchtbar schlecht. Das ist nicht mehr zu retten.
Und er kann nicht mal vor ihm weglaufen. Das heißt, du gibst ihm jetzt mal. Haben wir ihn jetzt umgebracht? Nein, wir haben es nicht. Aber auch ihn müssen wir jetzt wieder retten. Du darfst schon gleich wieder in die Falle. Und dich von Katze verarzen lassen. Tja, wer hätte das gedacht, dass Katze mal zu unserem faktisch gesehen Hauptheiler wird. Sie hat auch schon ordentlich dazugelernt. Muss ja auch zwangsläufig, denn sie hat, glaube ich, jetzt jedes einzelne Organ, jedes einzelne Körpers, jedes einzelnen Kolonisten mehr als genug kennengelernt, von innen und außen. Und ihm wahrscheinlich jedem einzelnen davon einen persönlichen Namen gegeben. Von daher, Dankeschön Katze. Es wird uns vielleicht nicht summa summarum viel helfen, aber schön, dass du es gemacht hast. So, was könnten wir noch tun, um die Situation zu retten? Wir haben zwar ein paar zusätzliche Waffen gekriegt. Eine Maschinenpistole haben wir. Wir haben ein Sturmgewehr. Das heißt, wir könnten tatsächlich beim nächsten Angriff mal zurückschießen mit vernünftigen Waffen. Aber uns fehlen jetzt wirklich wichtige Kernelemente an Skills. Wir haben zwar auch noch gute Mediziner und zwei gute Leute in Landwirtschaft. Aber wir haben nach wie vor einfach keinen guten Koch. Und das könnte uns noch teuer zu stehen kommen. Denn Frosch hätte eigentlich Besseres zu tun, als zu kochen und seine Nahrungsmittel werden natürlich nicht die besten sein, denn dann kriegen wir nämlich öfters das hier oben zu sehen, Nahrungsmittelvergiftung. Das kam jetzt eher vom rohen Reis, aber auch damit werden wir dann wahrscheinlich zukünftig leben müssen. Und es würde ja schon verdammt helfen, wenn die Kolonisten aufhören würden, sich gegenseitig die ganze Zeit zu verprügeln. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass ich Frosch mal dazu zwingen muss, trotz schwerster Verletzung, ein bisschen mehr zu kochen. Und wir haben gleich den nächsten Zusammenbruch. Er ist bewusstlos geworden. Wahrscheinlich. Tja, warum eigentlich? Ach, wegen des Hitzschlags. Er hat auch noch einen starken Hitzschlag dazu. Aber wir kommen einfach nicht. Wir haben einfach kaum eine Möglichkeit, an eine vernünftige Kühlung weiterzukommen. Denn wir haben gerade mal Holz für eine potenzielle Kühlung. Und das bringt nicht viel. Ja, geh erstmal dahin, da drin ist 10 Grad kühler. Oder geh auch gleich wieder raus, je nachdem. Nein, für Ausruhen ist leider keine Zeit. Du musst weiter kochen. Ist natürlich echt mies. Es ist 43 Grad da drin und durch das Kochen wird es da drin natürlich noch heißer. Mit dem Hitzschlag ist es kein Kinderspiel. Das ist mehr als ein bisschen Kopfschmerzen. Aber auch da muss er jetzt leider durch. Sonst war's das. Sonst müssen wir alle jämmerlich verhungern. Das ist schon sehr, sehr nützlich, dass wir immer vernünftige Nahrungsmittel haben. Und bitte, 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 in Dreiteufels Namen, verprügelt euch nicht gegenseitig weiter. Das fände ich schon äußerst angenehm erstmal. Wir müssen diesen verdammten Hund beerdigen. Aber wir haben noch Möglichkeiten. Das wäre doch mal eine Aufgabe für Katze. Kein leeres Grab. Wir haben leere Gräber. Ah, wir können es auch für Tierleichen benutzen. Deshalb Grabe Gabby hat's verdient. Hat denn zumindest noch jeder eine vernünftige Waffe? Nein. Frosch hat keine mehr, hat sein Speer hier liegen lassen, als er zusammengebrochen ist. Nimm ihn doch mal wieder auf. Den wirst du noch brauchen. K
Katze hat hier ihr Sturmgewehr. Mit welchen Waffen kann Issels umgehen? Mit beiden Typen. Dann ist doch diese Maschinenpistole mit 16% Haltbarkeit genau das Richtige für dich. Die Heilpflanzen wachsen weiter. Die Fäulnis, die wir vor einigen Folgen hatten, die war wirklich vernichtend, was das angeht. Diese Medikamente hätten wir dringendst gebraucht. Dringendst. Wir sind uns leider unter den Händen davon geflogen, sozusagen. An der Fäulnis. Und das war verheerend. Wirklich verheerend. So, was brauchen wir als nächstes? Die Temperatur draußen ist immer noch furchtbar. Wir bräuchten dringend bessere Kühlung. Dringend. Und deshalb brauchen wir jetzt Holz in irgendeiner Art und Weise. Diese Bäume sind alle irgendwie so 14%, 15% gewachsen. Die werfen gar nichts ab. Aber irgendwo gibt es hier noch einige... Hier gibt es sogar noch Holz. Holz, das wir nie zurücktransportiert haben. Ich wusste gar nicht mehr, dass es noch hier liegt. Das heißt, wir haben eigentlich genug Möglichkeiten, hier jetzt Kühlung hinzubauen. Aber das muss einfach jetzt mal sein. Zwei Stück. Der dritte Raum wird hier durch die Lüftung mitgekühlt. Ja, die Zusammenbruchsrisiken, die muss man einfach schon fast ignorieren. Die sind schon Dauerzustand bei uns. Ihr geht wahrscheinlich hier lieber in dieses Krankenzimmer, weil es da drin kühler ist. Kann ich verstehen. Das finde ich nicht so gut. Du solltest vielleicht, Katze, statt diesen Mauern da oben weiter abzubauen, lieber unten das Holz erstmal hertragen. So dass wir hier unten eine zweite passive Kühlung bauen können. Das wird deutlich hilfreicher. 68 Holz, das reicht für eine. Hier mal lieber den Bau der passiven Kühlung. Danach darfst du die Kranken füttern. Sehr praktisch. Kalkstein abbauen. Nein, das brauchen wir eigentlich immer noch nicht. Hol mal lieber das restliche Holz. Und ihr zwei werdet jetzt bitte gesund. Und behaltet mal die Nerven. So, mehr Holz tragen. Wir werden es brauchen. Eine Gruppe Schweine schließt sich uns an. Das ist wunderschön. Mit euch kann ich leider ebenfalls ziemlich wenig anfangen, außer euch an einen Händler, der offensichtlich nie kommt, verkaufen zu können. Wir hatten bis jetzt einmal Besuch von einem Händler direkt am Anfang unserer Odyssee. Katze, du könntest dich vielleicht eher in dieses Bett legen. Oh, ein Schwein mit Asthma. Ja, das muss natürlich ganz dringend behandelt werden. Ansonsten können die Schweine einfach mal hier bleiben. Ich meine, Nahrungsmittel liegen momentan bei uns mehr als genug rum. Die auch noch ewig haltbar sind. Das heißt, daran können sie sich genüsslich tun. Tja, und Frosch hat gleich seinen nächsten Zusammenbruch. Und das, weil sein Haustier starb. Interessant, ich glaube, das ist schon ewig her. Dass seine Schwester starb, okay, da hätte ich jetzt einen Zusammenbruch verstanden, dass er hungrig ist, pessimistisch, dass es viel zu heiß ist, aber mein Haustier starb. Okay, das ist ja irgendwie schon nicht mehr, keine Ahnung, schon gefühlt ein halbes Jahr her. Ein Vierteljahr. Aber hey, das ist dann der entscheidende Faktor gewesen. So, weisen wir hier mal dieses Bett zu, das auch schön im Kühlen schläft. Brauchen jetzt definitiv nicht mehr Leute mit Hitzschlag. Es
sehr bedauerlich, dass so wenige Händler bisher vorbeikommen sind, nämlich, wie gesagt, einer. Und wir natürlich keine Kommunikationsanlage haben, um mit Händlern im Orbit etc. zu kommunizieren. Das ist ja noch alles ganz weit über unserer Gehaltsliste. Somit ist natürlich der potenzielle Warenaustausch äußerst begrenzt. Denn dann hätten wir potenziell hier einige von diesen Tierchen verkaufen können. Die uns so freiwillig zulaufen, die uns aber leider einfach nichts bringen. Gut, soweit so gut. Was macht denn unsere Medizin? Unsere Medizin wächst fleißig vor sich hin. Genauso unsere restlichen Produkte, also Nahrungsmittel. Wer hätte das mal gedacht? Ist definitiv kein entscheidender Faktor mehr. Die Frage ist eher, wie überleben wir den nächsten Angriff und wie kriegen wir unsere Leute mal dazu, die Sache etwas gechillter zu sehen. Denn ich kann verstehen, dass die Situation äußerst deprimierend ist, aber dann den Kopf in den Sand zu stecken und nichts mehr zu tun, hilft überhaupt nicht. Es macht es nur noch schlimmer. Der gute Mann scheint aber äußerst... Okay, er ist wieder geheilt. Sehr gut. Ich wollte mich gerade schon meckern. Warum braucht er eigentlich so lange, bis er geheilt ist? Und so wie es aussieht, brauchen wir mal ein bisschen Vergnügen. Ich könnte ja mal ein bisschen Hufeisenspiel werfen. Ein bisschen am Hufeisenspiel herumwerfen. Aber das ist ganz natürlich ihm. Ich finde es schon ganz schön, dass er nicht so eine riesige Negativliste wie Frosch hat. Von schlimmsten, schlimmen Dingen. Über Verhungern bis absoluter Vergnügungsmangel. Da ist es keine Frage der Zeit, ob und wann der nächste Zusammenbruch kommt, sondern der ist definitiv. Was du immer tun könntest... Ah nein, er hat ja eine entsprechende Waffe. Okay, das ist gut. Da haben wir hier schon was. Kochen kannst du nicht. Das wäre mal so das Dringendste, was wir momentan brauchen. Was könnte den Isels tun? Tierpflege, Jagen brauchen wir alles nicht. Feldarbeit brauchen wir gerade nicht. Bergbau brauchen wir auch ziemlich wenig. Da bringt es nichts weiter zu arbeiten momentan. Ich meine, schön und gut, dass wir jetzt so für unsere paar Leute auch große Höhlen haben. Aber wir werden sie mit nichts Produktivem füllen können. Was wir einfach bräuchten, sind mehr Leute. Mehr Leute. Wir können auch nicht weiter forschen großartig, denn wir haben keinen großen Forscher mehr. Unser bester Forschungswert ist 1. Das heißt, da wird es nicht vorwärts gehen. Im Endeffekt müssen wir abwarten, was passiert. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Allerdings werden wir sobald... Nein, eigentlich könnten wir das jetzt schon machen, dieses Feld hier auflösen. Denn wir brauchen es nicht. Unsere Felder sind für so wenig Leute völlig überdimensioniert. Dieses Bett werden wir mal fest Isels zuweisen, damit er auch im Kühlen schläft. Denn nach wie vor sind es draußen unangenehme Temperaturen. Und Hitzschläge haben wir jetzt schon einige gehabt. Einer ist uns ja daran gestorben. Dingo, glaube ich. Dann sollen sie sich nachts zumindest im Kühlen erholen können. Aber mein guter Frosch, nicht, dass du uns jetzt hier in deinem sinnlosen Umherwandern, auf der Suche nach Sinn und hoffentlich der Rettung, uns jetzt noch verhungerst, denn es sieht ziemlich schlecht aus, was das angeht. Gut, Frosch geht's natürlich nicht gut jetzt, auch mit diesem 40 Punkte Stimmungsaufheller nach einer Depression sieht es nicht gut aus. Er muss sich erstmal jetzt erholen und dann muss er sich ein bisschen Vergnügen gönnen, ein bisschen Freizeit. Katze hat das verstanden. Und Frosch muss es jetzt nur noch nachmachen.
Hey, wir haben mal wieder eine Medizin. Das ist gut. Die werden wir noch früh genug brauchen. Ich würde ja Frosch zu gerne jetzt direkt wieder in den Herd schicken, damit wir nicht mehr wieder rohe Nahrungsmittel essen müssen, aber es geht einfach nicht. Er muss sich jetzt einfach mal ein bisschen erholen, sonst wandert er direkt in die nächste Depression. Und wir hätten hier Stahl gefunden beim Ausbuddeln. Das ist schön. Gratis-Stahl ist immer gut. Den brauchen wir ja noch mehr als genug. So, ist den Frosch hingewandert. Er meditiert vor sich hin. Das bringt ihm offensichtlich ein wenig Vergnügen. Ist auch gut so. Und schon sehen wir, seine Stimmung deutlich steigt. Was werden wir dringend brauchen. Gott sei Dank, er ist wieder auf einem vernünftigen Level. Und jetzt können wir endlich mal wieder ein bisschen Essen kochen. Und er darf sich auch gleich mal genüsslich dran tun. So. Nach dieser Folge voller Lethargie, Untergangsstimmung und nachdem wir 30 Minuten faktisch nur versucht haben, das aufzufangen und zu retten, was von der letzten Folge, was in der letzten Folge Schlimmes passiert ist, ist es hier auch zu Ende. Ich glaube nicht, dass wir diese Kolonie noch retten können. Sobald der nächste Überfall kommt, mit Leuten mit großen Waffen, ist diese Kolonie definitiv am Ende. Wir haben faktisch gesehen, muss man realistisch einsehen, keine Chance mehr. Und deshalb wird die nächste Folge RimWorld auf meinem Kanal wieder in einer neuen Kolonie beginnen. Wir werden das gleiche Setup oder vielleicht ein leicht angepasstes Setup nochmal wählen. Wir haben ja viel gelernt, was man vielleicht am Anfang hätte tun sollen. Gerade mit der Nahrungsmittelversorgung war am Anfang äußerst kritisch. Und so ein, zwei andere Kniffe, die man beim nächsten Mal definitiv besser machen kann. Und dann werden wir beim nächsten Mal dieses Kind werden wir rocken. Das hat keine Chance. Wir kriegen das hin. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, mir beim Untergang der Kolonisten zuzusehen. Werft nur einen letzten Blick auf unser beschauliches Heim, das nicht über eine kleine jämmerliche Baracke hinauskam. Wir haben getan, was wir konnten. Da war nicht mehr zu machen. Zumindest nicht mit meinem Skill. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Kolonie bei der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.